Grüße euch zu einer neuen Folge unseres Christian Krumme YouTube-Channels. Heute machen wir für euch Laugenkipferl. Wir kombinieren ein super österreichisches Kipferl mit Butter, das Butterkipferl mit der Bäckerlauge und bekommen so ein super Gebäck, und zwar ein Laugenkipferl. Jetzt schauen wir uns an, was in dem Teig drin ist. Wir haben zuerst einmal Weizenmehl 480. Das ist ein ganz helles Weizenmehl. In Deutschland wäre das Weizenmehl 405. Zusätzlich kommt natürlich in das Butterkipferl Butter, und das nicht zu wenig. Dann noch etwas Salz und Zucker. Und was wir da gemacht haben für das Aroma und für die Triebkraft des Teiges, wir haben einen Vorteig gemacht. Und zwar ist da Weizenmehl mit Milch und Hefe gemischt und lasst es 2 Stunden stehen, bis es eben so schön aufgeht und so vom Bläschen durchzogen ist. So sollte der Vorteig ausschauen. Und zusätzlich kommt dann noch etwas Milch in den Teig. Und das Ganze werden wir jetzt mit der Küchenmaschine für 6 bis 7 Minuten langsam mischen. Das heißt, wir geben alle Zutaten in den Rührkessel. Zuerst die flüssigen. Fangen wir mit der Milch an. Dann den Vorteig. Und dann kommen nur das Mehl hinein. Mehl, Butter, Zucker und Salz. Das geben wir jetzt alles in die Rührschüssel. Und fangen an, den Teig jetzt für, wie gesagt, 5 bis 7 Minuten langsam zu mischen. Wichtig ist, den Teig ganz langsam zu mischen. Das heißt, wir fangen auf der geringsten Stufe an. Man sieht, da haben wir die Stufe 1. Und da gehen wir nur eins runter, minimal. So mischen wir jetzt den Teig für 5 bis 7 Minuten. Jetzt haben wir den Teig da 6 Minuten und 50 Sekunden gemischt. Perfekt. Man sieht, er fängt an, dass er glatt wird schon langsam. Der Teig sollte nicht vollständig ausgeknetet sein. Das ist wichtig. Für die mürben Kipferl, damit ein Kipferl wirklich mürb wird und schön kompakt bleibt, wollen wir den Teig nicht vollständig auskneten. Aber wie man sieht, ein schön geschmeidiger Teig. Und er hat doch eine schöne glatte Oberfläche. Wie gesagt, 7 Minuten auf langsamster Stufe mit der Küchenmaschine kneten und das Ergebnis sollte so ausschauen. So geben wir den jetzt in eine Schüssel und lassen ihn für 45 Minuten rasten, damit sich wirklich eine schöne Struktur entwickeln kann, der Teig Stabilität bekommt und das Kipferl dann im Ofen schön aufgeht. Wir werden in der Zwischenzeit, während der Teig reift, die Lauge herstellen, um die Kipferl dann belaugen zu können. Und bei der Lauge ist ganz wichtig, es ist sehr gefährlich, mit der Lauge zu arbeiten, deshalb brauchen wir Handschuhe und Schutzbrille. Wir haben da Natriumhydroxid-Tabletten, so kleine Tabs, und mit dem kann man eben diese Natronlauge herstellen. Wir machen heute eine 3%ige Natronlauge, sprich 1 Liter Wasser und 30 Gramm von diesen Laugentabletten. Dazu, wie gesagt, die richtige Schutzausrüstung. Dann brauchen wir 1 Liter Wasser, habe ich schon vorbereitet. Im Idealfall warmes Wasser, nicht zu heiß, aber so 40, 50 Grad warmes Wasser wäre gut. Und dann geben wir 30 Gramm von diesem Natriumhydroxid hinein. Diese kleinen Tabletten sollen sich vollständig auflösen. Und dann verschließen wir das Ganze und können damit später dann unsere Kipferl belauben. Was passiert grundsätzlich jetzt bei der Lauge? Die Natronlauge löst das Eiweiß in kleinere Bestandteile, in Aminosäuren auf, und dadurch bräunt das Gebäck beim Backen viel schneller. Und das kriegt dann diesen ganz klassischen maroni-farbenen Ton und vor allem auch diesen klassischen Laugengeschmack. Die Kipferl können jetzt ausgerollt werden zu dünnen Teigfleck, sagt man dazu, Teigfladen. Dazu brauchen wir ein Rollholz, das heißt in Österreich sagt man Weigerl dazu. Und diese entspannten Teiglinge werden jetzt beidseitig gut in das Mehl eingetaucht. Die sollen ungefähr Handteller groß sein oder so einfach wie die ganze Handfläche, das passt. Und so rollen wir jetzt einmal die ganzen Teiglinge aus und legen sie dann zu so einem Stapel.
zwischendurch immer wieder ein bisschen ins Mehl geben. Und jetzt wird ein Stapel voller Teiglinge umgedreht. Somit sind die zuerst ausgerollt worden sind, die was vorher unten waren, jetzt oben. Und wir fangen mit einem entspannten Teigling an. Und dazu vorher den Teigling leicht eben einschlagen. Mit der linken Hand mit Daumen und Zeigefinger das Spitzel halten. Und dann können so Stangerl geformt werden, die dann in weiterer Folge zu Kipferl gebogen werden. Je fester man drauf drückt, desto länger werden diese Stangen, weil der Teig sich dehnt. Bevor wir diese Teiglinge dann zu Kipferl biegen und auch in Lauge eintauchen, lassen wir sie noch für 10 bis 15 Minuten entspannen und dazu einfach zudecken und rasten lassen, damit sie nur ein bisschen aufgehen und dann werden sie belaugt und kommen in den Ofen. Jetzt geht es zum Belaugen der Kipferl. Wie ihr seht, habe ich da jetzt noch ein Papier drunter gelegt, damit wir eben den Tisch nicht voller Flecken haben. Wenn man mit Lauge arbeitet, muss man eben aufpassen. Und wie man diese Lauge herstellt, haben wir euch schon mal in einem Video gezeigt, und zwar im Laugenbrezen-Video. Wie gesagt, mit der Lauge immer vorsichtig arbeiten. Das heißt mit Schutzausrüstung und natürlich Schutzbrille. Und jetzt werden wir da die Lauge verwenden. Und wichtig beim Belaugen ist jetzt, die Kipferl oder ganz egal, was man da macht, das Brezen oder Kipferl sind, schön gleichmäßig einzutauchen und somit werde ich das da drin einmal herumrollen und dann die Kipferl formen. Das heißt, sie ziehen und auf ein Blech setzen. Wichtig, mit Backpapier arbeiten und dann alle schön gleichmäßig belaugen. Die Kipferl kann man leicht jetzt nur ein bisschen in die Länge ziehen, dass sie einfach ein bisschen länger werden. Dann lassen sie sich besser biegen und aufs Papier setzen. Das heißt, mit den hinteren Enden der Handflächen da so einzwicken, ein bisschen in die Länge ziehen. Die Kipferl haben wir jetzt fertig belaugt und kommen jetzt in den Ofen. Im Haushaltsofen 220 Grad bei Umluft. Würde man Ober-Unterhitze backen, ist es wichtig, nur ein Blech zu verwenden und dann kann man die Temperatur um 10 Grad erhöhen. Wir lassen die ungefähr 10 bis 12 Minuten drin. Was wir da jetzt nicht brauchen, ist Schwaden. Wir brauchen keinen Wasserdampf, weil das würde sogar die Lauge etwas vom Gebäck herunterwaschen. Und wir geben jetzt mit der restlichen Lauge um, die man nicht mehr braucht. Die kann man mit Wasser verdünnen, 15 Liter Wasser reingeben und so dann den Ausguss hinunterleeren. So, die waren jetzt knapp 10 Minuten drin. Da sieht man jetzt auch noch einen schönen Unterschied. Wir haben ein paar hinten im Bäckerofen gebacken, die schauen dann so aus. Und die, was wir vorne im Haushaltsofen gebacken haben, schauen so aus. Also auch wunderschön. Und man sieht auch, wie schnell so gelaugte Kipferl dann die Farbe bekommen. Die waren jetzt ungefähr 10 Minuten, wie gesagt, drin. Jetzt wären sie 10 Minuten drinnen gewesen. Das waren also 9,5 Minuten. Die sind ganz weich, die sind nur ganz mürb. Das ist wichtig bei der Lauge, dass einfach da nicht ein zu großer Unterschied ist zwischen Krumme und Kruste. Das wird fast alles krumme sein. Außen ist nur diese schöne, ganz feine, zarte Haut. Perfekt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Nachbacken. Das Rezept gibt es in der Videobeschreibung. Und Butterkipferl sind super, Lauge ist super, die Kombination ist ein Wahnsinn. Lasst euch schmecken!